Hallo, lieber Holger, du hast letztes Mal Pokémon Kolosseum gespielt und ja, spannend, spannend. Ich bin ja ein bisschen gespannt auf das Pokémon-Spiel für die Switch, wenn es denn irgendwann kommt. Ich habe einmal ein Gameboy-Spiel auf dem 3DS gespielt, aber nicht sonderlich lange, vielleicht 1,5 Stunden oder so. Es ist halt ein Rollenspiel-Ding. Genau, du hast mir aufgegeben, heute NES Remix 2 zu spielen und das tue ich. Das gibt's auf der Wii U und wir starten direkt. Ah, man kann es mit ganz vielen verschiedenen Pads spielen. Ich spiele es auf dem Wii U. Gamepad. GameStar Super Luigi Bros. Championship Mode. Ich fange direkt an. Einfach so, direkt einfach mal Spiel starten. Okay, es sieht genauso aus wie NES Remix 1. Ist es 1? Nee, es ist nicht 1. Okay, man hat verschiedene Spiele zur Auswahl. Remix ist wohl eine Mischung aus allen. Super Mario Bros., Dr. Mario, Kirby's Adventure. Die kenne ich fast alle noch gar nicht. Das ist natürlich nicht schlecht. Ich fange einfach mal mit Dr. Mario an. Level 6? Habe ich das doch schon mal gespielt? Ich glaube nicht. Ja, ich bin da nicht so richtig gut drin. Ich arbeite dran. Okay, das hat nicht funktioniert. Ich versuche es nochmal. Mit nur 9 Pillen. Das ist aber hart. Das haben wir. Der ist hin. Jetzt ist die Frage. Okay, der Blaue muss auf jeden Fall zum Blauen, sonst wird das nichts. Sehr schwierig. Kriegen wir hin. Der Blaue muss zum Blauen. Vielleicht so. Das wird ja schon wieder nichts. Ja, gut. Ah, man hat 3 Versuche, verstehe. Und ich glaube, ich spiele das falsche Spiel. NES Remix 2, doch. Habe ich das schon mal gespielt? Vielleicht habe ich das schon mal gespielt. Ich kann mich nicht erinnern. Komisch. Ist das der Anfang? Alle wäre mit nur 9 Pillen. Den dahin. Den dahin. Den. Nee, das haut auch nicht hin. Ich fange nochmal neu an. Den dahin, den da drauf. Jetzt sind die hin. Den dahin. Okay, das war das. Warum nicht gleich so? Nein! Oh. Naja, ich weiß ja jetzt, wie es geht. Den nach links, den nach rechts. Den. Okay, ich weiß ja jetzt, wie es geht.
den nach rechts, den nach rechts, den da drauf. Alles, was gelb-rot ist, nach links. Alles, was gelb-blau, rot-blau ist, nach rechts. Gut, das war ein netter Schmankerl. Der kommt dahin. Gut, ja, das war Dr. Mario. Dr. Mario kenne ich tatsächlich schon relativ gut. Das ist ganz cool. Miiverse-Beiträge von Freunden gibt es nicht mehr. So ist das. Kann man nichts machen. Super Mario Bros. 3 habe ich, glaube ich, noch nie gespielt. Ja, doch, vielleicht das bisschen hier, die Anfangs. Tut mir leid, liebe Zuschauer, jetzt, dass ich das offensichtlich schon mal gespielt habe, das Spiel. Es hilft ja nichts. Oh, ich habe vergessen. Oh, ob ich das gekriegt? Geht. Aktiviere den P-Schalter und betritt die Röhre. Ah. Oh, der bewegt sich aber strange. Gut. Wie kann man denn? So. Hä? Da ist offensichtlich was schief gegangen. Da war ein Bug drin in dem Spiel. Ich prangere das an. Das ist nicht cool. Das ist nicht cool. So, gut. Das war Super Mario Bros. Dann spielen wir nochmal Super Mario Bros. 2. Das habe ich, glaube ich, noch nie gespielt. Zieh ein Gemüse mit B aus dem Boden. Wow. Geschafft. Besiege 3 Gegner mit Gemüse. Ah! Schurkengemüse. Jawoll! Ich bin so gut. Wirf einen Gegner auf einen anderen. Okay. Es ist so ein bisschen, um die Steuerung von diesen sehr alten Spielen zu erklären. Ich finde das ganz gut. Wahrscheinlich haben sie das Spiel erfunden, weil sie dachten, hey, das ist irgendwie nett, das haben andere Leute auch schon mal gespielt. Und jetzt kann man vielleicht auch die anderen, also das Original nochmal anfassen. So, vielleicht gewinnen wir ja damit Fans für das Original. So, Kirby's Adventure. Probieren wir das auch nochmal aus. Sieh dir die Demo an. Ob ich das schaffe. Hier ist the famous Kirby of Dreamland. Right or left makes Kirby walk or dash. Okay, gut. Ich verstehe. A drücken. Okay, A drücken. Ich kann. Oh, fliegen. Kirby habe ich auch noch nie wirklich gespielt. Aber dieses Spiel erledigt ja quasi viele andere Spiele auf einmal für mich, was das Ganze sehr praktisch macht. Ja, und ihr so? Uah. Könnt ihr mir was zu trinken holen? Ja, so spät schon.
Das habe ich ja gut gemacht. Das war's. Okay. Bin so gut. Fantastische Leistung. Direkt beim ersten Mal geschafft, das Video zu gucken. Genial. Gut, Various Woods. Habe ich auch noch nie gespielt. Ich sehe mir die Demo an. Okay, ich schummel, ich sehe mir gar nicht die Demo an in Wirklichkeit. Ihr müsst euch das auch nicht angucken. Irgendwie habe ich mit einem Jump'n'Run gerechnet, aber das scheint es nicht zu sein. Ein Match-3-Game vielleicht. Nennt man die so heute? So gut, so gut. 37. Nicht schlecht. So, da fängt es wieder von vorne an. Es gibt nur 5 verschiedene Spiele, das ist aber nicht so viel, ne? Na gut. Sammle alle Münzen ein. Das ist witzig. Der Remix-Teil von diesem Remix-Spiel, den finde ich ganz witzig, muss ich sagen. Könnt ihr auch hier gucken. Okay, weiter geht's. Betritt die Röhre ohne Schaden zu nehmen. Oh, das war aber schwer. Schon wieder.
Hahaha. Okay, habe ich irgendwas freigespielt? Nee. Ach, die habe ich noch gar nicht gespielt. Dann spiele ich doch mal sowas hier. Was gibt's denn da? Eliminiere den sich bewegenden Virus. Und welcher ist es? Ach, der. Also diese Remix-Level, die sind wirklich witzig. Das finde ich gut. Achte nicht auf die Klone und erreiche das Ziel. Hä? Okay, ich bin der Mittlere. Ah. Ups. Das hätte ich vielleicht nicht machen sollen. Ja. Ich versuch's noch einmal. Trottel! Ah, da kam eine Plattform. Gut. Na gut, wir beenden das Ganze dann an dieser Stelle mal. Ja, Holger, das war eine sehr interessante Erfahrung, NES Remix 2. Wenn ihr eine Wii U habt, ich kann das empfehlen, das macht Spaß. Da sind 5 Spiele drin mit diesen Remixes, die wirklich gut sind. Ich fand den ersten Teil noch ein bisschen besser, da war nämlich auch Zelda dabei und Super Mario Bros., also das erste. Aber auch das ist ein sehr netter Titel. Die Remix-Version ist sehr schön, ich hätte das gerne auf anderen Systemen mit anderen Spielen, aber man kann ja nicht alles haben. Ja, Metroid war beim ersten auch dabei. Du, Holger, für dich habe ich mir eine schöne Aufgabe für das nächste Mal ausgesucht, nämlich Batman The Animated Series auf dem Game Boy. Viel Spaß damit. Bis zum nächsten Mal.